Und damit herzlich willkommen, Leute. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute ist einer der Bewerber da und also einer der Bewerber, die sich sozusagen um den Lifestyle-Channel kümmern sollen, beziehungsweise auch mit mir hier ein bisschen filmen sollen. Mein Lieber, wie ist die Situation da hinten? Arschgeile Nummer. Bro, wie groß bist du? 1,90. Aber mach dir bitte auch gar keinen Stress, weil die Fahrt dauert nur 2 Stunden. Ich persönlich habe gerade Tommy schon geschrieben, dass wir etwas zu spät kommen, weil wir dann im Stau standen. Daraufhin hat er mir geschrieben, yo Nico, beeilt euch auf jeden Fall, ich habe was Schönes vorbereitet, aber danach kam noch dieser Teufels-Emoji. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum wir nochmal zur Inventur fahren. Ich will gar nicht wissen, was heute auf uns zukommt, aber wir machen das schon. Elias Mbarik. Bro, ganz kurz, erinnert er dich an irgendjemanden? Ja gut, an wen soll mich denn Elias Mbarik erinnern? Wir haben richtig viel zu tun. Bevor wir nämlich Inventur machen, bist du live dabei bei Omid Kauf. Das wusstest du bis jetzt nicht, jetzt weißt du es aber. Da machen wir heute keine Inventur. Doch. Letztes Mal hat die Inventur ca. 14 Stunden gedauert. Heute schaffen wir es in 12. Das war voll. Was ist unsere Taktik heute, Nico? Wie machen wir das? Wollen wir, ich guter Bulle, du böser Bulle? Also Omid, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich war bis vor ein paar Jahren fast insolvent. Okay. Wenn es ums Thema Verkaufen geht, bin ich tatsächlich extrem schlecht. Das Einzige, wo ich dich tatsächlich unterstützen kann, ist beim Scheißelabern. Dieses Low-Price-Anchoring hast du letztes Mal nicht gesehen. Ne? Mach du das. Okay. Und ich stelle dir zwischendurch immer ein paar private Fragen. Okay. Und bin ich im Urlaub gewesen? Wie war's? Um mir so ein bisschen zu verwirren, weißt du, ich meine? Hast du schon die Freude gemacht, mit Omids Witzen in Verbindung zu kommen? Nee, hab ich Spaß. Okay, dann viel Spaß. Der wird ein bisschen Casey gepumpt, Digga. Wer ist denn das? Casey. Ah, das bist du? Ist das dein Künstlername? Das ist Casey. Ah, okay. Also, das bist nicht du. Omid, lass uns weitermachen, bitte. Okay. Was? Nix. Ich wusste, es war so klar, Digga. Wir wollen Omid ja nicht fronten, weil Omid ist so, wie er ist und wir mögen ihn halt einfach dafür, wie und was er ist. Ja? Aber es ist wichtig, wenn man mit Omid so einen wirklich einen langen Tag verbringt, dass man so circa bei 50-70% seines Redeanteils wirklich einfach abschaltet. Aber weißt du, was krass ist? Ja? So, ich bin ja 86 geboren, ja, also in den 2000. Was? Ja, okay. 65. Ja, was ist das denn? 70.000, aber mehr geht nicht. Alter, halt die Fresse! Jetzt hast du mal so einen Einblick ins Händlerleben. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt die Werbung. Und nachdem ich wirklich einen sehr, sehr stressigen Abend in Age of Empires 2 hatte, muss ich natürlich auch noch den wichtigen Dingen des Lebens nachgehen, Leute. Nach der Activity gibt es eigentlich eine Abendroutine, die für mich ganz besonders aufwendig ist. Heftige Entspannungsmusik mit einem Lagerfeuer. Entspanntes Liegen. Ja, der kleine Kuschelmaus. Ron Bilecki. Yo, Bro, ich bin gerade heftig am Arbeiten. Ich muss jetzt nämlich eine Gesichtspflege aufgetragen bekommen. Ein sehr schlechter Zeitpunkt, in dem du da anrufst. So Leute, um so eine unfassbar geile Haut wie ich zu haben, ist es natürlich immens wichtig, die richtigen Produkte zu benutzen. Und zwar habe ich hier den Hydration Deep Cleanser, um die groben Geschichten aus dem Gesicht zu entfernen. Ich bin bereit. Meine Güte, ist das schon wieder ein anstrengender Dreh heute. Leute, wie ihr euch vorstellen könnt, war ich natürlich unter immensem Druck. Und deswegen tut es natürlich hier besonders gut, erstmal den Deep Cleanser anzuwenden, um eventuelle Hautirritation vorzubeugen. Sehe ich schon besser aus? Man kümmert sich ja als Typ schon eher wenig bis gar nicht um seine Haut. Deswegen macht es auf jeden Fall schon Sinn, das hin und wieder zu machen. Mache ich das wie bei diesen Beauty-Channels mit der Hand davor, dass es fokussiert.
haben wir hier so ein Serum, Hautunreinheiten entfernt. Ich als Großmeister der glänzenden Stirnen habe natürlich hier eine ganz besondere Liebe zu diesem Produkt, weil dieses Serum mattiert die Haut leicht ab. Dann kommen wir zum Schritt Nummer 3, der immens stressigen Gesichtsbehandlung. Eine Gesichtscreme. So, nachdem wir die Haut jetzt gereinigt, eingeserumt haben, fehlt jetzt noch eine kleine Creme. Macht euch da bitte gar keinen Druck. Das war's mit der Gesichtsbehandlung. Ähnlich sollte die dann auch bei euch zu Hause aussehen, wenn ihr die macht. Falls ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten, die Produkte sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke an Garnier für diese Zusammenarbeit. Ihr werdet natürlich meine Haut jetzt in den nächsten Wochen natürlich in enorm gutem Zustand sehen. Wir machen weiter mit dem Video. Ich kann alle 5 Backstreet Boys. Okay. Ja. Gleichzeitig. Ja, okay. Gleichzeitig. Ich spüre sie in mir. Statement. Weißt du, warum das Huhn heute Morgen nicht zur Arbeit gekommen ist? Ja. Warum? Es hat wahrscheinlich was gesagt, oder? Ja, es hatte keinen Bock! Ja. Mein Camper. Wirklich dein Camper? Ja, das ist mein Camper. Du kannst hier, du kannst rein. Ach, man kann da rein. Ja, klar. Kannst du da rein? Geh mal rein. Geht jetzt krass. So, wir machen ohne Nico weiter. Hi! Hast du dich amüsiert gerade bei dem Joke? Ja. Na super, dann freu mich. Wenigstens dich abgeholt hat. Ja, Camper komplett upgegradet mit allem drum und dran. Was richtig geil ist, du hast. Zeig ich dir. Ja. Und du hast eine Dusche und eine Toilette. Machen wir weiter. Also ja, Camper war Fahrzeug Nummer 17, 18, 19, 20. Ich hab den Witz ja schon gemacht und nochmal den gleichen Witz machen, ist jetzt voll gar nicht witzig. Das ist doch mein Auto. Nein, das ist nicht dein Auto. Das ist mein Auto. Du hast doch keine schwarzen Räder. Die sind wirklich schwarz. Habt ihr das angeklebt? Das ist doch mein Auto, ich erkenne das doch. Als ob ich einfach so, genau so einer wie meiner drinsteht. Du würdest doch nie ein Auto mit schwarzen Felgen fahren. Das ist mein Auto, wie das habt ihr gemacht? Wir haben deine Felgen rumlackiert. Was ist das denn, Digga? Es sieht ja viel schlechter aus. Okay, komm, ich geb ihn dir, weil der war schon echt aufwendig. Oder? Der war nicht schlecht. Oder? Der war nicht schlecht. Komm, da habe ich wirklich. Ich geb ihn dir. Also, Nico hat vorhin sein Auto abgegeben. Die haben wirklich heimlich das Auto hier weggefahren. Ja, ins andere Autohaus. Dort haben wir den Radwechsel gemacht. Ich habe mich aber gewundert, warum der so oft hin und her fährt zum Einparken. Also der Arme, also mein Mitarbeiter, der Nuno, der hat euch gesehen. Der Arme, der ist 4-mal vor und zurück gefahren, ja, weil er nicht wusste, was er jetzt machen soll. Ey, danke für die Aufwendung verarschen, Alter. Ich habe einen kurzen geschickt. Beautiful girls. The fire make me squirt. Nee, das ging an. Also, wir machen weiter mit den beiden Brabus Marks. Fahrzeug Nummer 51 und 52. Bist du übrigens in Kürze bei Brabus? Ich bin bei der Signature Night. Ja. Wir haben es gleichzeitig gesagt. Bist du auch da? Chips, Cola, Chips. Ja, nein, Chips, Cola, Stopp heißt das. Kennst du das? Du darfst nicht sagen, bis ich deinen Namen sage. Ja, da steht Omi, da steht. Du hast meinen Namen. Scheiße! Nein, nein! Nein! Ich dachte nicht, dass ich den Fehler gemacht habe. So, darling, darling, stay. Ich würde ganz gerne. Ja, weißt du, was gut ist, wenn man aus seinen Fehlern lernt? Scheiße. Leute, und so schnell kann es gehen. Ich habe mir gedacht, es wird Zeit für einen neuen Daily. Purosangue wurde gezogen. Die Jungs meinten gerade noch zu mir, dass das Auto aggressiv schwierig zu fahren ist und dass man damit extrem leicht die Kontrolle verliert. Deswegen habe ich gerade das ESC ausgemacht und ich denke mal, wir werden jetzt mal kurz ein paar Donis ziehen. Oh, bin ich hinten schon? Ich bin hinten schon tight dran, Alter. Ey, das ist extra extrem breites Auto, oder? Ja. Boah, nee, mach's nicht. Real Talk. Bleib doch einfach hinten. Mach's nicht. Fahr zurück. Nicht. Fahr zurück. Das muss nicht sein. Ihr habt eigentlich recht, Digga.
hab gekauft, Bro. Hey, wieso fährst du denn schon so? Ich hab gedacht, das war gutes Investment. Bro, bitte fuck mich nicht ab, Alter. Bro, es ist 23:30. Bitte, was willst du von mir? Bro, auch Armaturen. Bitte, chill. Was ist das? Bitte, chill. Bro, ich vertrau dir wirklich so gar keinen Zentimeter. Also ich war wirklich mit den vielen Autos. Das hier ist wirklich geisteskrank. Seit einer Sekunde drin und haut hier die Statements raus, dass es das heftigste Auto ist. Ehrlich, ich habe immer Jokes gemacht, dass der aussieht wie so ein Mazda. Bro, ich schwör, das ist der krasseste Wagen, in dem ich in meinem Leben drin saß. Was kostet der? Ich weiß nicht, der kostet wie 600-700 Mille. Digga, was ist Omid für ein geisteskranker Typ, dass er mir einfach seinen Ferrari Puro Sangue einfach mal so gibt und sagt, jo, Bruder, ich bringe ihn am Montag zurück, Alter. Also wirklich, das ist schon wirklich, vor allem nachdem er wahrscheinlich meine Führerscheinhistorie und Felgenhistorie, der kennt ihn nicht. Der kennt ihn nicht mal. Ich muss sagen, der Tag gestern war extrem nice. Auch mit Malte zusammen war es cool. Ihr wisst ja, ich suche gerade nach einem neuen Kameramann, der mir einfach beim Lifestyle-Channel so hilft. Ich fand es mit Malte gestern cool. Ich habe in nächster Zeit noch ein paar andere Männer, die da, mit denen ich da so einen Probearbeitstag mache. Deswegen, ja Mann, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde heute nach 2 Wochen endlich wieder ins Gym gehen. Ich habe zwar immer noch so ganz, ganz leichten Druck auf der Lunge, wirklich minimal. Ich werde eine ganz, ganz lockere Session heute trainieren, weil ich halte es nicht mehr aus. Wirklich, ich habe mich so zurücktransformiert in 2 Wochen. Das fuckt mich enormst ab. Wirklich enormst. Deswegen, ich muss unbedingt zum Sport jetzt wieder langsam, weil jetzt reicht es dann wirklich. Wegen einmal Saufen bin ich hier so raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Digga, und jetzt einfach ein bisschen Rari fahren. Guckt euch das einfach mal an. Einfach im Rari, Digga. Warte, ich will euch mal hier die POV ein bisschen besser zeigen. Okay, man kann es leider gar nicht so geil sehen, aber guckt euch das an. So sieht hier das Lenkrad aus. Sieht das hier aus. Es gibt zwar eigentlich voll viele Sachen, auch dieses Touchscreen-Lenkrad. Das finde ich irgendwie voll nervig. Aber ist ja scheißegal, Digga. Einfach V12-Action. Hört euch das an. Ich hoffe, der FLOG hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal, ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr den Schnittstil fandet. Das Video hat nämlich Malte geschnitten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die anderen Bewerber. Ich fand Malte schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch ein sehr korrekter Typ. Deswegen hier nochmal Grüße an dich, Malte. Ja, Mann. Ey, Leute, ich hatte heute wieder, die letzten Tage wieder einen guten Einstieg. Ich bin wieder einigermaßen im Training. Mich hat's echt rausgefetzt, aber dazu erzähle ich euch mehr im nächsten Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten FLOG. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.